Ja, Claudio Schießer, grüß Gott und schönen Nachmittag an alle. Ich bin hier eigentlich froh nach 7 Monaten, wo ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftige, dass endlich mal auch eine große Veranstaltung stattfindet dazu. Also herzlichen Dank auch dazu. Jetzt habe ich eigentlich mehrere Fragen, weil ihr mich schon sehr intensiv damit beschäftigt. Wir gehen ja von mehreren tausend nicht gemeldeten Kanälen in Österreich aus. Wie wird die RTR in Zukunft damit umgehen? Da wird sie auch eine Personalaufstockung geben müssen, langfristig, weil sie werden das nicht so schaffen, wahrscheinlich mit den aktuellen Ressourcen. Und wenn ich mir anschaue, bei der diesmal auch angesprochenen Liste der Abrufdienste, sind 114 gemeldete Abrufdienste. Und von 9 Bundesländern sind 8 Kommunikationsdienste nicht gemeldet. Ist das jetzt wirklich wahr? Und wie soll das sozusagen weitergehen, wenn selbst Behörden sich nicht dran halten und dann YouTuber, die teilweise nicht einmal auf dem Profit-Weg arbeiten, sondern selbstständig wahrscheinlich in diesen Bereich reinkommen? Also ich rede hier von Personen, die freiwillig arbeiten oder auch Vereine, die freiwillig arbeiten, die auch hier reinkommen, die Caritas zum Beispiel und das Rote Kreuz. Waren ziemlich erstaunt, dass ich sie darauf letztens angesprochen habe, dass sie darunter fallen könnten. Ich bin froh, ich muss ja das nicht beantworten. Nein, letztere Frage bei der Caritas beispielsweise und Rotes Kreuz, ja, da ist die Frage, ob das Kriterium der Dienstleistung auch tatsächlich erfüllt ist. Ja. Wir diskutieren das zurzeit, weil natürlich die Tätigkeit der Spendensammlung auch sozusagen einen Leistungsaussage oder indiziert, aber das ist etwas, was ich jetzt einmal vorsichtig auch eher verneinen würde. Ja? Das heißt, die sind wirklich nicht unsere Adressaten. Was richtig ist, natürlich geht es um diese YouTube-Dienste und natürlich ist es so, dass wir bis jetzt nur im Rahmen unserer personellen Kapazitäten sozusagen aufspüren, was wir aufspüren können. Und ich kann es nur noch einmal wiederholen, unser Konzept war, einmal zu informieren und dann zu sagen, so und jetzt geht's los und jetzt wird es ernst. Ja. Und natürlich gibt es auch systematische Methoden, um YouTube-Kanäle herauszufinden. Ja. Aber wie Sie sagen, das ist einfach eine sehr, sehr große Anzahl. Ich habe geschildert, dass man das individuell sich anschauen muss. Das heißt natürlich, dass der Verwaltungsaufwand sehr groß ist. Aber noch einmal, und ich sage das jetzt nicht entschuldigend oder irgendwie jetzt die Schuld auf irgendjemanden, den europäischen Gesetzgeber quasi werfend, ja, es ist nun mal eine Rechtsvorschrift, die wir nicht gemacht haben, aber wir bestmöglich damit umgehen müssen. Und noch zum jungen Kollegen vorhin, wir werden diese Veranstaltung bzw. diese Vorträge auch auf YouTube bereitstellen und können euch nur sozusagen auffordern, das auch entsprechend zu teilen. Ja. Wird auch, dass wir zumindest uns als traditionelle Behörde mal auch jetzt auf dieser Plattform bewegen. Also wir haben uns zumindest ganz fest vorgenommen, dass wir das irgendwie ins Netz stellen und vielleicht kriegen wir das sogar hin.